So, Klappe die dritte. Bei der ersten Aufnahme, die ich gerade gestartet habe, war das Mikrofon gemutet. Deswegen konnte ich die Aufnahme nicht nehmen. Berg der zweiten Kategorie haben wir geholt. Der Klappe die zweite habe ich vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Habe ich also geredet, aber ich habe gar nicht aufgenommen. Und jetzt Klappe die dritte. Aufnahme läuft. Mikrofon ist an. Sieht doch alles erstmal ganz gut aus. Also wichtig, Berg der zweiten Kategorie gewonnen. Nochmal ein kleines Achievement geholt. Jetzt versuchen wir hier halbwegs irgendwie drüber zu kommen. Vorne die Bergpunkte hätten wir natürlich gerne. Unser Prio-Ziel ist allerdings am Berg der ersten Kategorie. Dann vielleicht nochmal was zu machen. So, gehen die los oder gehen die nicht los? Dann geht Ulle mal los und zieht einfach mal durch. Ja, sobald Ulle losgeht, machen alle mit. Sehr nice. Also, da haben wir keine Chance. Krass gute Konkurrenz hier. Gino Meda auch wieder mit in der Gruppe. Bauke Mollema, Chris Hamilton, Mauro Schmid vorne. Auch ein großes Schweizer Talent, Sudai Quickstep, wie Gino Meda es ja auch war. Also sicherlich eine ähnliche Klasse, die beide Fahrer dort gehabt haben. So, also Bauke Mollema mit in der Gruppe. Auch Zimmermann ist mit dabei, auch im Intermarché-Aufgebot für die Tour de France. Viele Teams, oder alle Teams haben jetzt, glaube ich, ihr Aufgebot bekannt gegeben. Sudai Quickstep war, glaube ich, somit das Letzte. Die haben noch relativ lange an einem kleinen Video gebaut. Und ja, es gab auch so einen Fake-Account, der auf Twitter ein bisschen getrollt hat und reingeschrieben hat, dass Remco Evenepoel überraschenderweise doch bei der Tour dabei ist. Ich habe so durchgescrollt und dachte mir im ersten Moment, richtig cool, freue ich mich, dass Remco doch am Start ist. Eigentlich ja auch nur logisch, nachdem er beim Giro so früh raus musste, aber seine Planung dieses Jahr sieht ein bisschen anders und komisch aus. Vielleicht ist er bei der Vuelta am Start. Dann habe ich irgendwie gesehen, ja gut, der Account hat irgendwie 10 Follower, das wird sicherlich nicht der offizielle Sudai Quickstep Account sein. Also Remco nicht dabei, dafür aber Sudai Quickstep mit einem sehr, sehr coolen Team. Bob Jungels auch mit dabei, Zimmermann am Start, der sicherlich in vielen Gruppen dabei sein wird. Intermarché hat letztes Jahr schon viel Spaß gemacht, bin gespannt, ob das dieses Jahr wieder so der Fall sein wird. So, den nächsten Berg der dritten Kategorie nehmen wir noch mit. Attila Walter hinten, leider nur mit ja, so einem grünen Pfeil zur Seite, genauso wie Ulle eben auch hier diesen grünen Pfeil zur Seite hat. Also das wird wahrscheinlich dann eher complicated werden, hier was zu holen. Vielleicht können wir am Berg der dritten Kategorie jetzt mal wieder ein bisschen voller sprinten. Aber unser Prio-Ziel ist halt wirklich, am Berg der ersten Kategorie nochmal alles geben zu können. Das wäre sehr, sehr cool. So, 19 Fahrer hier in der Gruppe drin. Wilco Keldermann im Bergtrikot. Dahinter uns ist auch Gino Meda mit dabei. Sehr bunt gemischt die Gruppe, viele verschiedene Teams. Deswegen findet sich hier aber auch niemand so richtig für die Nachführarbeit. DSM ist doppelt mit Harm van Hucke und Chris Hamilton. Haben wir sonst noch irgendwas doppelt? Bestimmt. Aber ich krieg's jetzt auf den ersten Blick nicht gebacken, das rauszufriemeln. So, wie gesagt, die letzten Meter werden ein bisschen flacher. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit, die 2 Punkte abzustauben. Und am Berg der ersten Kategorie bleiben wir dann, solange es geht, irgendwie noch drin. Aber bei einer 19-köpfigen Gruppe, die wahrscheinlich genauso Tempo und Energie spart wie wir, jetzt gleich in der Abfahrt, wird es dann sehr kompliziert werden. So, Hamilton nochmal kurz rausgesprungen. Jetzt sind wir hier im steilsten Bereich. Leider kein Uitebrox dabei bei Bora Hansgrohe, die ja, glaube ich, auch die Verträge jetzt verlängert haben, die Sponsorenverträge. So, wir gehen mal los. Müsste eigentlich reichen. Boah, könnte doch ein enges Höschen werden auf den letzten Metern. Aber da holen wir uns mal die 2 Punkte. Sehr schön. Endlich mal wieder am Berg der dritten Kategorie, den wir uns hier gegen eine starke Konkurrenz ergaunern. Ulle geht in die Aerodynamik, versucht zu regenerieren. Und dann geht es gleich in den Berg der ersten Kategorie. Wir gehen mal mitten rein in den Berg der ersten Kategorie. So, ich schau mal, diesmal nehme ich auch auf. Sehr schön, 19 Fahrer nach wie vor hier drin, noch keiner rausgefallen. Hinten das Tempo, joa, nicht gerade niedrig. Wir hoffen mal, dass Walter da gut rüberkommt. Konzentrieren uns jetzt erstmal auf Ulle. Bislang kommen wir hier ganz ordentlich hoch. Barcelo, Laurence de Plus, Lopez, der beim Giro 2022 so lange in Rosa geglänzt hat. Danach hat man nie wieder was von ihm gesehen, also gefühlt. Müsste mir echt mal die Pro-Cycling-Stats bzw. First-Cycling, ich versuche mich auch ein bisschen an First-Cycling zu gewöhnen. Wusste gar nicht, dass es da eine App gibt. Vielleicht jetzt zur Tour de France werde ich es mal häufiger nutzen. So, die 5-Kilometer-Marke ist immer noch ein ordentliches Stück weg und Ulle ist jetzt schon fast durch. Also das wird nichts werden, dafür ist unser Bergwert einfach zu schlecht. Da können wir noch nicht mithalten an den steilen Bergen.
So, die reißen da vorne eine Lücke. Wir fahren hier einfach mal konstant hinterher. Es wird gleich nochmal ein bisschen flacher. Vielleicht wird das Tempo da auch geringer. Wäre natürlich ganz nice. Wenn ich mich an Lopez dranhänge, dann ist das, glaube ich, fast noch schlechter. Ja, es geht sogar. Vorhin gab es immer wieder diese Tempowechsel und dann geht es in den roten Bereich, dann wieder nicht. Das mag ich ja überhaupt nicht. Sollte man auch unterlassen, sich dran zu hängen am Berg. Außer eben die Gruppe ist ein bisschen kleiner und es wird ein konstant gutes Tempo hochgefahren. Das spart uns jetzt, glaube ich, schon ein kleines bisschen Energie. Außer eben, wenn genau diese Manöver hier kommen. Immer noch keine 5-Kilometer-Marke in Sicht. Wir bleiben jetzt mal hier drauf, bis Ulle gleich völlig den Einbruch erleidet. Es ist immer noch keiner hinten rausgefallen. Umso bitterer, dass Ulle wahrscheinlich gleich der Erste sein wird, dem hier die Beine wegplatzen. Aber es ist halt realistisch. Er ist nicht gut genug. Als vielseitiger Fahrer reicht es dafür einfach nicht. Und kurz der Blick zu Attila Walter. Yo, scheiße, Mann. Das wird heute nichts werden. Mit einem Etappensieg mit Attila Walter. Jetzt hätte ich beinahe Attila Einhorn gesagt. So, jetzt kommen genau diese Tempowechsel, die ich nicht mag. Da müssen wir nicht unbedingt aus dem Sattel gehen, um da die Lücke zu schließen. So, wir kommen in etwas flacheres Gewässer. Flacheres Gewässer? Ruhigeres Gewässer. Gewässer sind meistens flach, außer es ist ein Wasserfall. Dann hätten wir aber jetzt wahrscheinlich ein Problem, egal in welche Richtung der Wasserfall gehen würde. Ob wir den hochfahren müssten oder runterfallen, wäre, glaube ich, mit dem Radl beides scheiße. So, der Mont Revard vorne, die 5-Kilometer-Marke, die nutzen wir jetzt einfach als Bergwertung. Wenn wir da als erstes rüberfahren, haben wir gewonnen. Neue Regeln einfach. Torhüter ist letzter Mann. Ja, aber das war's dann. Also 16,8 Kilometer waren für uns ein bisschen zu viel. Barcelo von Carrarural, der fällt hier auch. Ne, dachte, er fällt gleich raus. Vico Keldermann haben wir dort und dann erleidet Jan Ulrich jetzt hier leider den Einbruch am Mont Revard. Wir konzentrieren uns mal hinten auf Attila Walter. Schauen, Gloak ist dort noch an seiner Seite. Der reicht ihm jetzt mal eine Coke mit rüber. 5-Kilometer-Marke auch mit Attila Walter erreicht. Und ich glaube, wir werden ein ähnliches Problem hier hinten haben mit Attila Walter, wie wir es ja vorher schon mal hatten, dass wir das blaue Gel eben viel zu früh nutzen mussten. Wir gehen rein in den Schlussanstieg. Spiel ist mir gerade zum ersten Mal hängen geblieben. Ganz merkwürdig. Diesmal war nicht überall Nebel, wie wir es ja im Stream, glaube ich, mal hatten. So, Lissano, 13,9 Kilometer, 7,7%. Wir müssen hier gewinnen, das gelbe Trikot holen. Ich glaube, wir müssen alles gewinnen, damit wir noch Chancen haben wollen um den Aufstieg. Das wird aber, denke ich mal, nichts werden. Man sieht das jetzt schon. Attila Walter ist einfach nicht gut genug in Form. Wir haben das blaue Gel noch, das könnte uns helfen. Aber das wird uns auch nicht retten können. Um ganz ehrlich zu sein, vorne macht Astana Tempo, Lutsenko ist hier mit in der Gruppe, Ulle ist noch mit dabei, der ist aus der Ausreißergruppe da mit zurückgefallen. George Bennett scheint da jetzt langsam ein bisschen blockiert zu sein, so vorne reißt eine kleine Lücke. Lassen wir mal die Kollegen ein bisschen zufahren. Verstecken uns heute mal. So, 11 Kilometer noch, vorne die Gruppe um Mauro Schmid nach wie vor. Also die Gruppe, in der Ulle mal war. Die hat sich da vorne schön gefunden. Jakob Fuglsang mit dabei mit den sehr, sehr geilen Israel Premier Tech Trikots. Also die gefallen mir echt gut. Ansonsten sieht man von Israel Premier Tech relativ wenig dieses Jahr. Derek G war beim Giro echt stark beim Giro. So, vorne Ciccone wahrscheinlich. Oder nee, es war Bauke Mollema, glaube ich, der da in der Ausreißergruppe war. Schmeißt nochmal ein bisschen Energiegel rein. Also wie gesagt, Game eben das erste Mal abgestürzt. Holy shit, ist dieser Berg steil. 10 Kilometer sind es noch. Mann, Mann, Mann. So, da haben wir Ulle. Der hat noch ein bisschen blauen Balken sogar. Nice. Also er macht das hier ganz stark. Versuchen mal so im vorderen Drittel zu bleiben bei Marc Soler im gelben Trikot. Der wird sicherlich deutlich mehr Reserven haben als wir. Ulle kämpft, aber er macht's gut. Matteo Jorgensen im weißen Trikot. Wäre auch ein schönes Ziel für uns gewesen, aber da sind wir irgendwie nicht gut genug. Mal gucken, wen wir dieses Jahr oder für die nächste Saison dann verpflichten. So, jetzt reißt da eine kleine Lücke, aber die warten. So, Jorgensen hat nicht so Bock zu warten. Der fährt gerne durch. So,
So, leider auch Kovi ein bisschen eine Enttäuschung für uns im Team, hatte ich mir auch mehr von versprochen. Max Walscheid hat das gemacht, was er machen sollte. Zeitfahren. Und eben den Breath Cup gewinnen. Die Hügeletappe gewonnen, Zeitfahren gewonnen, das war genau das, was wir erwartet hatten. Ich hau mal kurz die Steuerung rein. Tempo ist gerade, ja, ein bisschen eingeschlafen. Passt schon. Nehmen wir mal blaues Gel. Da kommt jetzt Lutsenko nach vorne, dann wird das Tempo wahrscheinlich auch gleich ein bisschen höher. So, deutsche Fans am Rand. Gucken, fahren die da vorne weg oder warten die wieder? Ne, die brettern jetzt durch. Jetzt werden wahrscheinlich einige versuchen, da die Lücke zu schließen, aber wir fahren unseren Stiefel, 7,6 Kilometer sind es noch. Komischer Rennverlauf, aber halt auch blöd, wenn man in so einer absolut defensiven Situation ist wie wir. Jetzt wird das Tempo höher. Ulle kriegt mal den letzten Schokoriegel, den wir da noch rausballern können. Aber der wird gleich weg sein. Wir müssen jetzt einmal den Anschluss dürfen wir nicht verlieren an die Gruppe. Da müssen wir kurz einmal mitgehen. Kann sein, dass sich das da vorne jetzt auch wieder neutralisiert. So schaut's aus. Marc Soler kommt mit der wahrscheinlich schon entscheidenden Attacke. 6 Kilometer vom Ziel. Alter, wie gut muss man sein, um so früh attackieren zu können? Der Ton ist immer ein bisschen komisch, wenn das Spiel abgestürzt ist. Ich dachte, das wäre gefixt. Vielleicht liegt es aber auch nur an mir. So, das bitte ich zu entschuldigen. So, wir sind hier wieder hinten dran, wie eigentlich bei allen Bergetappen. Wir brauchen hier die Tipptopp-Tagesform, um ganz vorne reinfahren zu können. Vorne sind gerade mal die 5,8 Kilometer-Marke erreicht. Schauen wir mal, ob die Gruppe hier da jetzt noch ein bisschen was reißen kann. Wir schauen mal, Mollema, Soler. Vorne im gelben Trikot, 7 Fahrer sind da in der Gruppe. Dann Jorgensen, Barcelo, Johannessen. Gut, da sind natürlich auch ein paar Ausreißer noch mittendrin. Aber schaut euch das mal an, was Marc Soler da jetzt gerade schon wieder abfackelt. Unfassbar. Da haben wir überhaupt gar keine Chance. Wie sollen wir den schlagen am Berg? Selbst in Spitzenform kann Attila Walter da 0,0 mithalten. Wir sind hier bei Champoussin, bei Cepeda, Lutsenko, Limreise. Und da kommen jetzt noch ein paar Ausreißer natürlich wieder zurück, die uns ein bisschen in die Parade natürlich reinfahren. Lutsenko auch ein bisschen zu breit für die Berge, habe ich manchmal das Gefühl. Trotzdem macht er das stark. So, unsere Energie wird nicht ewig halten. Aber es bleibt halt so steil bis oben hin. Lutsenko hat da jetzt gerade, glaube ich, einen richtigen Hungerast. Cepeda knödelt uns mal weg. Johannessen knödelt uns weg. Meine Güte, Leute, ich fahre mal ganz kurz hier so ein bisschen durch. So, 14 Fahrer hier bei uns in der Gruppe. Wen haben wir da? Das müsste Zimmermann sein mit der 143. Alter, gibt's doch nicht. Meine Güte, Zimmermann. Mega unnötig, da jetzt diesen Schlenker reinzufahren. So, 15 Fahrer hängen uns am Sack. Finde ich persönlich nicht so nice. Fahr mal rum, Johannessen. Und vorne, alter Schwede, Soler jetzt als Solist unterwegs. Da wird der Name Programm. Er fährt alleine Richtung Sonne. Wir hängen uns mal an Cepeda dran. Ja, also die dritte Saison auch scheiße. Wieder mal den Aufstieg nicht geschafft. Und ja, die vierte Saison, die schneiden wir knallhart zusammen. Das lasse ich nicht mehr auf mir sitzen. Wir wollen unbedingt dann jetzt auch die neuen Rennen haben. Wir können ja nicht ewig brauchen. Aber es ist tatsächlich ein bisschen schwerer geworden. Gerade die Bergankünfte, die waren früher schon schwer. Mit David Goudy haben wir ja die eine Bergankunft jetzt mal gewonnen gegen Vingegaard und Pogacar. Da war ich eigentlich froh, dass es ja durchaus möglich ist, hier was zu schaffen. So, ich gehe mal ganz kurz weg von Cepeda. Der zieht uns da dann doch den Stecker. Und wie gesagt, der Ton ist immer ziemlich nervig, wenn das Spiel mal abgestürzt ist. So, wen haben wir vorne? Aber das ist doch nicht normal. Also wir verlieren hier 3 Minuten auf Marc Soler und wir haben nicht mal den Hauch einer Chance. Ich habe Attila Walter eigentlich auch während der Abfahrt gesteuert, habe in den Kurven nicht irgendwie Gas gegeben oder sowas. Ich habe versucht, so gut wie möglich zu regenerieren. Und es ist hier einfach nichts drin. Und jetzt ziehen uns die auch nochmal ab. Alles schon ein bisschen sehr ernüchternd. Marc Padun haben wir auch dabei, das One-Hit-Wonder. Keine Ahnung, wie der damals
was bei der Dauphiné zwei Etappen hintereinander gewinnen konnte. Also entweder war er zu gedröhnt, aus Versehen, Oberkante, Unterlippe. Oder er war zu gedröhnt. Anders kann ich es mir nicht erklären. Aber auf jeden Fall Marc Padoun. Jo, nicht so, wie man sich das erwartet hat, aufgrund seiner Leistung bei der Dauphiné damals. So, Cepeda ist wieder bei uns. Freut uns, Tag. Ich bin Thibaut Pinot. Da freut sich Cepeda. So, wir kommen hier mit Alpecin, mit Conchi noch an. Mollema auf der 4. Vorne kommen noch ein paar andere durch. Und dann wird das ein richtiges Scheißergebnis. Und wir verlieren hier 6000 Minuten auf Marc Soler. Kann doch nicht euer Ernst sein. Wir haben eigentlich mit Attila Walter einen der besten Bergfahrer verpflichtet, die wir irgendwie verpflichten konnten. So, Einbruch auf den letzten Zentimetern. Es wird kurz schwarz-weiß und dann aber auch schon wieder in Farbe und bunt. Jo, gibt viel zu tun, ne, für uns in der neuen Saison. Und wenn wir da nicht mindestens 22. werden, dann gehen wir im Schwierigkeitsgrad runter. Dann ist wahrscheinlich die letzte Option. Aber das Problem ist, den Schwierigkeitsgrad kann ich dann erst wieder erhöhen, wenn wir das absolute Top-Team sind. Und ich will nicht auch mit Schwierigkeitsgrad 3 rumkrebsen. Da ist es dann wahrscheinlich in vielen Punkten nochmal leichter und macht dann gar keinen Spaß mehr. Jo, also schauen wir mal ans Saisonende. Schauen mal, welche Fahrer wir jetzt vielleicht noch verpflichten können. So, Glückwunsch an Marc Soler. Eigentlich will ich ihn gar nicht beglückwünschen. Immerhin, Itamar Einhorn holt sich das grüne Trikot. Das könnte für uns ganz cool sein. Holen wir nochmal ein paar Pünktchen immerhin. Dann ist es der 12. Platz, 4 Minuten 35 verliert Attila Walter. Ulle mit 9,5 Minuten ist eigentlich völlig Bums. Dann nur der 10. Platz in der Gesamtwertung mit 6 Minuten 14. Das hatte ich hier noch nie, dass unser Fahrer so schlecht abschneidet. Unfassbar, Bergwertung geht an Marc Soler, der sich einfach mal alles holt, aber auch in der absoluten Überform am Start war. Unglaublich. So, Itamar Einhorn mit 114 Punkten, 2 Etappensiegen, richtig nice. Nachwuchsfahrerwertung, Teamwertung und Kampfgeistwertung, naja. Wir bleiben auf dem 23. Platz, also wir haben auch gar kein Rennen. Ein Punkt fehlt natürlich wieder, aber Israel Premier Tech wird ohnehin nochmal Punkte holen. So, Ulle verbessert sich und zwar richtig gut. Also Sprint 71, Antritt 73, da brauchen wir fast gar keinen Sprinter mehr. Wir sprinten einfach mit Ulle. Nee, wir holen uns trotzdem Sprinter. Wir brauchen die Punkte und die Etappensiege für den Aufstieg. Regeneration geht auf D, Ausdauer auf 75. Wir verbessern uns jetzt auch hier am Mittelgebirge auf 65, Berg 65, Hügel immerhin die 72, also das geht doch schon mal ein bisschen voran. Aber es ist natürlich trotzdem sehr ernüchternd. Bei der Weltmeisterschaft ist Ulle auch nicht dabei, dass hier die Weltmeisterschaftsstrecken auch nie mal verändert werden. In Imola wurde das Ganze ausgetragen und Daniel Felipe Martinez ist bei Bora Hansgrohe momentan im Gespräch. Der holt sich hier den Weltmeistertitel vor Ben Healy, einem der geilsten, most exciting Fahrer, die es momentan gibt. Pogacar bleibt hier vorne. Dann gehen wir nochmal zur Lombardei-Rundfahrt. Dann wird uns das Spiel sagen, dass wir scheiße sind und dass wir den Schwierigkeitsgrad runterdrehen müssen. Ihr merkt, ich bin ein bisschen aggressiv. Alter, was ist mit Daniel Felipe Martinez los? Hier gibt es doch gar keine Entwicklung bei den Fahrern. Warum ist der auf einmal so gut? Und schlägt einfach mal Pogacar, vor allem im Sprint, dann von einer Vierergruppe raus. Ich glaube nicht, dass das möglich wäre. Also besonders sprintstark oder beschleunigungsstark ist mir Daniel Felipe Martinez relativ selten nur untergekommen. Pogacar vor Evenepoel, vor Vingegaard, Mathieu van der Poel, wo ist Wout van Aert? Nur auf der 8. Schwache Saison von Wout van Aert. Und ja, wir schließen die Saison ab. 23. Wir sind kacke. Nein, wir wollen den Schwierigkeitsgrad nicht verringern. So bockig bin ich einfach mal. Und wen haben wir denn hier? Jetzt dürfen wir nicht mal mehr Attila Walter nehmen, oder was? Achso, nee, wir müssen erstmal rausschmeißen. So, wir schmeißen mal alle wieder raus. Wen haben wir denn hier? Nick Schulz, Marc Padoun. Wir können halt leider keinen Gino Meda und so weiter verpflichten. Lenny Martinez. Ja, Lehmreise. Das sind halt die Besten, die irgendwie gehen. Attila Walter wäre auch wieder hier mit 80.000. Eigentlich wirkt er auf mich am stärksten. Hügel 76, Mittelgebirge 77, Berg 75. Vielleicht brauchen wir jemanden, der am Berg einfach nochmal besser ist. Berg 76, Zähigkeit 68. Marc Padoun haben sie irgendwie auch nicht so richtig angepasst. Ach krass, wir haben Lopez mit 78 Mittelgebirge, Zähigkeit 68.
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, mit Lopez hier mal reinzugehen. Sonst Michael Storer ist, glaube ich, zu schwach. Jamie Knox sieht eigentlich auch ganz nice aus. Rein Taramäe. Nee, der ist mir zu alt. Ich brauche jemanden fürs weiße Trikot. Da wäre aber auch keiner der oben genannten irgendwie ansatzweise. Deswegen Attila Walter ist halt das perfekte Gesamtpaket. Wir gehen einfach mal auf Doppelspitze dieses Jahr und schauen mal, dass wir mit Lopez und mit Attila Walter in diese Bergetappen reingehen. Dann haben wir lange Helfer mit dabei. Für die Hügel, da bräuchten wir natürlich Hügel und Antritt. Narváez wäre für die Kopfsteinpflaster auch ganz nice, aber es gibt keine Kopfsteinpflasterrennen für uns. Kovi war eher enttäuschend. Bevan ist ein guter Zeitfahrer. Hügel, Antritt, damit decken wir richtig viel ab. Gehen wir mal bei Bevan mit rein. Walter bleibt jetzt mal im Team. Für die Sprints, Elia Viviani, da war ich noch nie so ein Fan von. Venturini, Sprint und Antritt eigentlich ziemlich nice. Nehmen wir mal den Franzosen mit. Und vielseitig, ja gut, Zeitfahrer haben wir ja mit Bevan eigentlich schon abgedeckt. Dann würde ich noch einen Bergfahrer nehmen. 90.000 haben wir noch, da machen wir uns ein richtig krasses Bergteam, damit wir dort irgendwie mal zu Potte kommen. Nick Schulz, Zimmermann war natürlich auch ziemlich nice, hatten wir schon. Laurens de Plus, Lenny Martinez, ja, wir bräuchten natürlich noch, gut, fürs weiße Trikot haben wir Attila Walter. Uijtebroeks hatten wir schon. Lehmreise, eigentlich auch schon ziemlich gut bewertet hier im Spiel. Da kann man eigentlich nicht meckern. Carlos Rodriguez viel zu schlecht bewertet. Ach nee, das ist Christian Rodriguez, deswegen auch CR. Macht ja auch Sinn, ne? So, wen holen wir uns noch? Harm van Hucke? Hauen wir uns die Hucke voll oder machen wir einen auf Nick Schulz? Wir machen einen auf Nick Schulz. Also, alles für die Berge, alles für den Club und jetzt gibt es wahrscheinlich gar keine Bergetappen. Für die Sprints Venturini und Ulle. Also 3 Tage in der Provence. Also es bleibt dabei. Hier gibt es aber nur eine Bergetappe nach Annecy-Semnon. Okay, ja, das sieht erstmal ganz gut aus. Ah, war da auch Kopfsteinpflaster dabei? Sehr nice. Da können wir mit Ulle ein bisschen Kopfsteinpflaster leveln. Dann beim Breath Cup bleibt alles wie gehabt. Zweimal Hügelankunft. Das sollte uns auf jeden Fall liegen. Die Etappen sollten wir gewinnen. Auftaktzeitfahren 9 Kilometer, dann Hügelankunft, dann Bergankunft. Sollte schon irgendwie alles passen. Gut, dann mache ich mal ganz kurz den Überblick und plane mal die Formhöhepunkte und dann gehen wir direkt rein in die vierte Saison. So, wir gehen rein auf die erste Etappe. Kleine Planänderung. Ich habe nochmal ein Päuschen gemacht, bin aus dem Spiel rausgetappt, weil ich noch was vorbereiten wollte. Und jetzt haben wir neue Profile, aber die sind trotzdem ähnlich. Ulle in der Ausreißergruppe, 5 Kilometer noch, 37 Sekunden. Natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, was passiert da hinten? Ansonsten könnten wir mit Ulle vielleicht dieses Ding gewinnen, wenn Taco van der Hoorn jetzt da auch so weiter schön durchzieht. 37 Sekunden nach wie vor. Ja, blauer Balken ist natürlich kaum noch vorhanden. Taco zieht weiterhin für uns den Sprint an. Wir müssten lange, lange, lange warten, bis wir da losgehen. So 500 Meter können wir vielleicht sprinten, vielleicht aber auch nicht. So, wie fährt Taco diese Kurve? Nicht besonders gut. Gehen mal wieder ans Hinterrad bei Taco van der Hoorn. Boah, alter Schwede, unser blauer Balken wird uns, glaube ich, killen. Vorne haben wir die Kilometermarke. Wir fahren jetzt mal so ein bisschen stabil, ohne da aus dem Sattel zu gehen. Aber uns wird, glaube ich, der blaue Balken einfach killen. Da kommen wir, glaube ich, nicht mit. Oder? Wenn wir es irgendwie gerade durchziehen, dann könnte das der Sieg für Ulle werden. Yes, aus der Ausreißergruppe. Da schwitze ich auch schön. Ulle mit dem nächsten Sieg. Mit schlechter Tagesform. Aber ja, Pascal Bevin ist übrigens gestürzt und musste aufgeben. Wir haben ihn eigentlich, you had one job, ne? Die zweite Etappe, hier die hügelige Etappe gewinnen. Das wäre für uns enorm wichtig gewesen. Aber so kann es natürlich auch losgehen. War jetzt überhaupt nicht eingeplant. Eigentlich sollte Venturini natürlich hier für uns sprinten. Aber so holt sich Ulle mit einem Ulle-typischen Sprint den Sieg. Im Sitzen einfach. Nice. Da kommt das Hauptfeld. Sieg für Jan Ullrich auf der ersten Etappe. So kann die Saison losgehen. Und dann schauen wir gleich mal auf die zweite rein.
Da gibt es eine hügelige Ankunft. Wir sind erstmal in allen Wertungen natürlich vorne. Vielleicht sollten wir sogar versuchen, mit Ulle da ein bisschen was zu machen. Er ist inzwischen ja relativ gut an Hügel, am Berg. Noch nicht so ganz, aber am Hügel eben schon. Deswegen könnten wir vielleicht da auch was reißen. So, bedeutet natürlich erstmal erster Platz in der Pro Cycling Teamwertung. 21 Punkte mit einer Etappe. Das ist schon mal beachtlich. Die zweite Etappe sollten wir auf jeden Fall gewinnen. Nach Abel de Senanc geht es dort 141 Kilometer lang. Das liegt uns definitiv. Und dann gibt es eben noch die dritte Etappe nach Montagne de Lure. Die müssen wir ebenfalls gewinnen. Wir haben drei Bergfahrer in absoluter Topform. Wenn das nicht gewuppt wird, dann weiß ich es nicht. Wir gehen rein auf die letzten 4,5 Kilometer mit Lopez. Ulle ist ziemlich platt. Wir schauen mal ganz kurz drauf. Der hätte heute nichts mehr reißen können. Der ist auch unten rein in den Berg jetzt schon mehr oder weniger hops gegangen. So, wir haben das blaue Gel komplett genommen mit Lopez. Nehmen ein bisschen rotes Gel. 3,9 Kilometer sind es noch. Die Etappe, die müssen wir halt einfach gewinnen. Die haben wir mit eigentlich allen Fahrern. Sogar in der ersten Saison haben wir diese Etappe gewonnen, glaube ich. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir da vorne nicht den Anschluss verlieren. Wir müssten wieder eine kleine Lücke zufahren. Ich glaube, das passt. Rotes Gel wieder nehmen. Wir sind in einer guten Position. Rotes Gel haben wir genommen. 2,8 Kilometer sind es noch, aber wir haben fast vollen roten Balken. Das sieht ziemlich gut aus. Unsere Kollegen sind ein bisschen weggeplatzt. Wir holen mal Walter noch mit dazu. Ulle hinten im gelben Trikot, dass er heute verlieren wird. Thijs Benoot kommt. Mit einer viel zu frühen Attacke. Macht ja nichts. Kann uns wurscht sein. So, da kommen die Nächsten, die dort versuchen. Aber wie gesagt, die sind zu früh im Wind. Da kommen unsere Helfer. Schulz und Walter. Das ist natürlich ein mega geiles Bergteam, was wir jetzt dieses Jahr hier mit dabei haben. Ich hoffe, das hilft uns dann auch gleich auf der dritten Etappe. So, wir bleiben mal in Position. Wir sind in super Position. Die roten Gele können wir nochmal vergeben, damit die Kollegen da auch noch weiterhin mitkommen. So, letzter Kilometer und da können wir jetzt eigentlich schon fast durchziehen. So, mal schauen, Lutsenko kommt. Wie lange kann der durchziehen? Gehen wir mal aus dem Windschatten raus. Wir wissen, dass hier dann keiner mehr kann. So, deswegen wird das hier der Sieg werden. Relativ sicher, auch wenn wir früh platt sind, holen wir uns den sehr sicheren Sieg. Unser Team kommt da, glaube ich, auch noch ganz ordentlich vorne mit rein. Walter Lopez und Schulz, unser neues Triumvirat. Ulle ist auch schon da. Mal schauen, vielleicht könnte es sogar fürs gelbe Trikot noch gereicht haben für Ulle. Da war ja, war ein Zeitabstand eigentlich auf der ersten Etappe. Da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet, weil es unwichtig war. Aber wichtig, der nächste Sieg, zweite Etappe, zweiter Sieg, einmal Ulle, einmal Lopez. So kann das Ganze jetzt gleich weitergehen bei der Bergankunft. Der letzte Fahrer war gerade Fred Wright, der britischer Meister geworden ist. Hat mich sehr gefreut. Einer der Gebrüder Wright, wissen auch nur die wenigsten. So, da freuen wir uns, da freuen wir uns auch, da freuen wir uns, da freuen wir uns, ja, da freuen wir uns auch. Aber die Nachwuchsfahrerwertung wird Ulle, glaube ich, nicht gewinnen. So, zwei von drei Etappen haben wir hinter uns, zwei von drei Etappen haben wir gewonnen. In der Gesamtwertung sind es dann 8 Sekunden, die Lopez vor Lutsenko ist, Marc Soler mit 16 Sekunden Abstand. Der wird kompliziert werden. Pro Cycling Einzelwertung, in der Teamwertung sind es jetzt schon mal 41 Punkte. Das ist richtig gut und jetzt geht es nach Montagne de Lure. Wir schauen mal ganz schnell auf die Tagesform, damit wir wissen, was da jetzt gleich auf uns zukommt. Und wir gehen dann wirklich nur in die letzten Kilometer des Anstiegs rein. Wie gesagt, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf immer dieselben Rundfahrten. Ich will zumindest die Open Tour drin haben. Ich finde dieses Doppelkinn von Guerrero, finde ich, fantastisch gut. Also Lopez in absoluter Überform. Wenn wir das nicht gewinnen, dann lasse ich mir sofort Haare wachsen. So, drei Fahrer sind vorne raus. Bedeutet, es gibt noch Sprintpunkte für Ulle zu holen und zwar nicht zu knapp. Die wollen wir uns holen. Mal schauen, wann hier mal losgegangen wird. Wir spuren mal ein bisschen vor. Ulle lässt sich da leider wieder ein bisschen zurückfallen. So, da sehen wir jetzt Zwischensprint, Baby. Schauen wir mal, was die Konkurrenz da so im Köcher hat. Da vorne sehen wir, ist das das Kreuz von Herrn Ackermann? Jawohl, das Kreuz von Herrn Ackermann. Das kenne ich. So, Fretil. Kees Bol ist da schon durch. So, 1,5 Kilometer. Da wird irgendwas angefahren für irgendwen. Itamar Einhorn. So, komm, wir gehen mal los. Ich glaube, die Konkurrenz schläft ein bisschen. Oh, wir sind zu früh da.
Oder? Sind wir zu früh da? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, wir sind zu früh da. Komm schon, zieh durch, Ulle, zieh durch. Die Konkurrenz kommt nicht mehr. Die kommen nicht. Doch, die kommen. Ach, scheiße, Mann. Da bin ich viel zu früh los und hatte vor allem auch schon viel zu viel Energie verballert unterwegs. Aber wir holen 9 Punkte. Und wir schauen mal ganz kurz drauf. 9 Punkte haben wir geholt. Break, Thunderhorn und so weiter. Weiß gar nicht. Okay, der ist auch in Gruppe 2. Der ist quasi mitgesprintet. Hat er Punkte geholt? Ja, aber weniger als wir. Das ist schon mal wichtig. Dann versehen wir uns dann bei der zweiten Sprintwertung wieder. Da versuchen wir es nochmal mit Ulle und diesmal vielleicht auch ein bisschen intelligenter als das, was ich gerade gemacht habe. So, nächste Möglichkeit zu punkten. Ich glaube, aus der Abfahrt raus gibt es jetzt hier gleich den Sprint. Vorne die Gruppe darf irgendwie nie weg. Ist nie größer als eine Minute geworden, der Vorsprung. So, wir setzen uns mal ein bisschen nach vorne. Ah, da vorne kommt auch eine Kurve. Das könnte uns natürlich super gut zu Pass kommen. Ja, danke, Wells Ford. Ey, gibt's da nicht. Brettert der da noch rein und haut uns da weg. Oh nein, Breck müssen wir auf jeden Fall noch übersprinten. Ne, der holt mehr Punkte als wir. Gibt's doch nicht. Alter Wellsford. Das war ein richtiger Arschloch-Move, mein Freund. Aber Wellsford hat ja schon einen Sturz verursacht. Ich weiß gar nicht mehr wo. Das war ein relativ übler Sturz. Aber trotzdem, cooler Sprinter, geiler Typ. Geil, dass Kiss Bowl auch noch kurz mal raushält. Auch wenn der Sprint schon längst vorbei ist. Also zwei suboptimale Zwischensprints, aber wir holen uns, glaube ich, das grüne Trikot, weil egal, was jetzt im Schlussanstieg passiert, da ist kein Fahrer dabei, der vorher viel gepunktet hat. So, wir gehen rein in den Schlussanstieg. Bislang läuft alles gut. Wir haben, glaube ich, noch ordentlich Energie. Max Soler ist halt wieder mit dabei, unser Erzfeind mit der Rückennummer 12. Der ist von den Werten her nochmal stärker natürlich als Lopez hier einzuschätzen. Aber wir sind bislang hier sehr energiesparend durchgekommen. Einer Rubio fährt da dauernd wieder in uns rein. So, vorne Tempoverschärfung von Jumbo. Soler ist aber noch bei uns. Wir haben Nick Schulz so ein bisschen Tempo machen lassen. Dem geht es trotzdem besser als Attila Walter. Naja, schauen wir mal, wie lange das noch so ist. Sind noch 7 Kilometer bis oben hin. Vorne hat Keldermann attackiert. Der ist uns jetzt nicht ganz so wichtig. Ist das vorne Venturini, der da noch Tempo macht? Ja, holy shit, ey. Dann ballern wir jetzt mal 100er Tempo mit Schulz. Vielleicht kommt der ja nochmal nach vorne. Da Gino Meda natürlich auch mit dabei. George Bennett, Matteo Jorgensen. So, also vorne einer raus. Mal schauen, wann die Attacke kommt. Wir lassen hier jetzt erst nochmal unsere Helfer ein bisschen hinterherfahren. 5,9 Kilometer. UAE fährt da vorne hinterher. Für uns gut. Attila Walter auch noch vor uns. So, Alter, bin ich angespannt. Ich will unbedingt jetzt hier mal so eine Bergankunft gewinnen. So, Baumann nimmt raus. Vorne ist immer noch Nick Schulz. Wie schaut es dahinter aus? Max Soler, glaube ich, direkt an unserem Hinterrad. So, rotes Gel ist eine Option. Walter kriegt das jetzt auch mal. Wird wahrscheinlich gleich kompliziert werden. So, drückt uns wieder schön rüber. Ich kürze mal innen ein bisschen ab. Nick Schulz macht vorne weiterhin ein gutes Tempo. George Bennett nimmt raus. Walter noch an unserer Seite. 4 Kilometer sind es nur noch und da ist eine Lücke gerissen nach hinten. Nick Schulz ist leider gleich durch. Aber das sieht gut aus. Max Soler nicht in der Gruppe. Hat er heute nicht so einen guten Tag oder kommt er? Ja, der kommt da natürlich gleich wieder hin. Attackiert hier wahrscheinlich gleich drüber. 3,7 Kilometer sind es noch. So, ich nutze das mal. So, wir werfen mal den Blick zurück. Da kommt erstmal keiner. Ziehen mal durch. 3 Kilometer sind es noch. Vorsprung. Boah, 10 Sekunden. Die Gruppe kommt aber. Alter Schwede, kommen die schnell ran. Holy fuck. Ist das Marc Soler, der da ranfliegt? 5 Sekunden sind es. 2,7 Kilometer. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen rausnehmen. Alter, Marc Soler, wirst du einfach nicht los. Da ist er. Unfassbar, der Typ. Dann soll er jetzt aber auch schnell hochfahren. Jetzt dachte ich, wir könnten ihn vielleicht mal abhängen, aber Marc Soler, wirst du einfach nicht los. Der wird uns jetzt auf den letzten Kilometern wahrscheinlich auch den blauen Balken zerfahren.
Der musste jetzt die Lücke gerade zufahren und zieht aber einfach drüber. So, komm, jetzt lass mal ein bisschen locker. Der absolute Überfahrer bist du doch auch nicht. 1,3 Kilometer. Komm schon, komm schon, komm schon. Lass weg, Junge. Lass locker. Letzter Kilometer. Marc Soler zieht einfach durch. Zieht einfach durch und attackiert sogar nochmal drüber. Unglaublich. Unglaublich. Also das ist wirklich eigentlich optimal gelaufen hier. Mit Lopez. Und jetzt zieht er uns da tatsächlich die 16 Sekunden noch ab. Unfucking fassbar. So, jetzt ist er vorne, glaube ich, auch ziemlich durch. Aber bringt uns alles nichts. Wir werden hier nur Zweiter und werden halt auch in der Gesamtwertung nur Zweiter. Aber gegen Marc Soler, keine Ahnung. Was soll ich da machen? Ganz ehrlich. Die Attacke nicht reinsetzen, die Attacke setzen oder wie auch immer. Ich habe das Gefühl, egal was wir machen. Und wir haben jetzt mit Lopez wirklich einen Fahrer, der fast auf Niveau von Marc Soler ist. Aber Marc Soler gewinnt hier einfach immer. Warum darf der hier überhaupt mitstarten? Früher hatte man Marc Padun als Gegner, weißt du? Den habe ich auch noch locker in die Tasche gesteckt. Aber das war mir jetzt eine Nummer zu viel. Also nur der zweite Platz in der Gesamtwertung, nicht der Gesamtsieg. Etappensieg haben wir auch nicht geholt, auch hier nur der zweite Platz. Aber die Punktewertung mit Ulle müsste eigentlich fix sein. Walter, das weiße Trikot haben wir jetzt wahrscheinlich auch nicht geholt. Weiß nicht, wo der jetzt im Endeffekt gelandet ist. Aber krass, Alter, Marc Soler raubt mir den letzten Nerv. Egal, was wir machen, Marc Soler gewinnt. So, ja, he is all smiles. Ulle gewinnt die Punktwertung. Bergwertung geht an Lopez. Sehr gut. Nachwuchsfahrerwertung an Champoussin. Das ist schon in Ordnung. Sei ihm gegönnt. 29 Sekunden verlieren wir. Und dann sind es halt in der Gesamtwertung 17 Sekunden Abstand. Nick Schulz noch auf der 9, Walter auf der 10. Also Bergwertung geht zum Glück an Lopez. Punktewertung an Ulle. Bedeutet, dass wir in der Teamwertung vorne sind mit 119 Punkten. Eigentlich richtig nice. 119 Punkte hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, dass wir auch jetzt 78 Punkte nochmal dafür bekommen. Also das ist dann doch erstmal richtig gut. Ulle verbessert sich nochmal. Zähigkeit als in der Ausreißer 150 Kilometer vor dem Feld. Etappe beendet. Da sind wir jetzt allerdings dann im Maximum angekommen. Zeitfahren haben wir auch noch ein bisschen was, weil wir als Ausreißer vorne weggefahren sind. Antritt 74, Sprint 72, weil wir die Flachetappe gewonnen haben. Sehr nice. Also es geht doch ein bisschen voran. Paris-Nizza und so weiter dürfen wir nicht machen. Der Breath Cup steht jetzt dann an. Da schauen wir nochmal auf die Profile. Erste Etappe im Sprint würden wir mit Ulle wahrscheinlich jetzt einfach mal reinhauen. Ansonsten setzen wir sehr auf Bevan, der natürlich hier in den Hügeln für uns siegreich sein soll. Vielleicht kann man auch da mit Ulle was machen. Und dann gibt es noch ein Zeitfahren, 13 Kilometer nach Plümelek. Wird spannend. Es wird, man merkt mir an, ich bin leicht aggressiv in diesem Spiel, weil wir so erfolgsverwöhnt sind, auch vom letzten Mal. Da hat alles immer richtig gut und schnell geklappt. Da sind wir aber natürlich auch nicht auf legendäre Modus reingegangen. Eigentlich hat uns auch nur Marc Soler bislang jetzt hier den Zahn gezogen. Ansonsten hat alles gut geklappt. Zwei Etappensiege, ein zweiter Platz. In der Teamwertung sind wir vorne und haben so viele Punkte geholt wie noch nie zuvor. Ich versuche die Folge jetzt noch schnell zu bearbeiten und dann disponiere ich ein bisschen um. Normalerweise sollte Bike Aid dann kommen, aber dann machen wir 18 Uhr Pro Cyclist und 20 Uhr kommt dann Ulle zu ein bisschen ungewohnter Zeit, aber nicht einschlafen, sondern wach bleiben, es ist spannend.